Okay, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales, und zwar in der Folge 4. Ach ja, die Viehkrone. Wie kann man die Anmoderation versauen? Naja, Nate hat sich von Mazas getrennt, schweren Herzens. Leider hat ihm das nicht viel gebracht, denn jetzt sitzt er hier beim Yeti in der Höhle angeblich. Eventuell. Wobei der Yeti irgendwie aussieht wie... Weiß ja auch nicht. Wie so ein zusammengenähtes Kostüm. Ist es vielleicht auch nur ein zusammengenähtes Kostüm? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur Grafikfehler. Ich weiß es nicht. Darum hasse ich es, in einer Fantasy-Welt zu leben. Hier gibt es absolut alles. Ein 2 Meter großes, haariges Monster, das im ewigen Eis lebt und Menschen frisst? Klar, warum nicht? Tja. Selbst wenn ich meine Füße aus dem Eis bekäme und vor dem Monster fliehen könnte, wäre ich noch nicht in Sicherheit. Da draußen wartet eine Eiswüste auf mich. Und Mazas. Ich kann nur hoffen, dass die Mary die Kollision mit dem fliegenden Eisberg gut überstanden hat. Sie ist meine einzige Rettungsmöglichkeit. Uiuiui, was haben wir denn hier? Ein Metallzylinder, vielleicht ein Griff? Sieht aus wie ein Laserschwert. Noch ein Stück. Ist das Absicht? Soll das aussehen wie ein Laserschwert? Keine Ahnung, gucken wir mal hier uns weiter um. Ne, sieht nicht so aus, als hätten wir hier noch was. Seltsam. In einer Yeti-Höhle würde man so moderne Technik eigentlich nicht erwarten. Vielleicht hat der Yeti den Vorbesitzer der Höhle... Nun ja. Die Lampe ist mit Öl gefüllt. Wenn sie runterfallen würde, würde sich das Öl vielleicht entzünden und zumindest für Verwirrung sorgen. Gucken wir mal, was haben wir denn überhaupt im Nix. Nix im Inventar. Ich würde gern glauben, dass der freundliche Yeti eine warme Suppe für mich kocht. Die Realität sieht aber vermutlich ganz anders aus. Möglich. Vielleicht aber ist es auch genau so. Ich würde gern glauben... Okay. Also gut, mit Konzentration. Verdammte K***e, diese Drecks*** funktioniert einfach nicht. Okay. Scheint nicht so gut zu laufen für uns. Aber zumindest haben wir einen Apfel. Ein erstaunlich knackiger, schmackhafter Apfel. Der Yeti wird seine Freude daran haben. Das wird nichts. Das Ding ist einfach zu weit weg. Nicht? Genau zielen und... Ups. Genau. Das Monster ist K.O. Nichts wie weg hier. Monster? Was für ein Monster? Was zum... Aber was machen Sie denn da, junger Mann? Wer sind Sie? Cornelius Montgomery Happerplap, mein Name. Happerplap? Na, hören Sie mal. Ich bin Zoologe, Bergsteiger und anerkannter Experte auf dem Gebiet der Polarforschung. Na dann. Und nebenbei verkleiden Sie sich gerne? Das gehört zu meiner Mission. Ich bin einer großen Sache auf der Spur. Einem Geheimnis, einer Sensation. Ich bin auf der Suche nach... dem Yeti! Nein, wirklich! Sind Sie dem Yeti schon mal begegnet? Persönlich noch nicht.
aber ich habe Fußspuren und Haare entdeckt. Ich glaube, er war sogar schon einmal hier in meiner Forschungsstation. Ui, unheimlich. Er ist clever. Es ist, als würde er jeden meiner Schritte kennen und sich so der Beobachtung entziehen. Hm, interessant. Geht es Ihnen gut? Haben Sie manchmal Kopfschmerzen oder hören Sie Stimmen? Zurzeit höre ich nur Ihre Stimme, mein Lieber. Nein, ganz im Ernst. Ich höre die Stimmen nicht mehr so häufig. Aber Kopfschmerzen habe ich seit dem Sturz ständig. Auch Blackouts. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, was ich heute Vormittag gemacht habe. Sie sind gestürzt? In eine Felsspalte. Ich habe die Spur des Jedis verfolgt. Viele Stunden. Das clevere Biest hat mich im Kreis geführt. Immer und immer wieder. Und irgendwann war Ihnen so schwindelig, dass Sie in eine Felsspalte gestürzt sind? Ach, es war die Erschöpfung. Ich war schon viele Monate auf der Jagd nach dem Monster. Und alle hielten mich für verrückt. Zu Recht. Erst nach dem Sturz besserte sich die Lage. Seitdem finde ich viel häufiger Spuren. Es geht endlich aufwärts, junger Freund. Wir sind in den Nordlanden, oder? Jep. Wir stecken bis zu den Knöcheln in Schnee und Eis, könnte man sagen. Du ganz besonders. Ich bin nicht so zu Scherzen aufgelegt. Ich bin mit meinem Luftschiff abgestürzt. Wie soll ich hier wieder wegkommen? In den nächsten Monaten sehe ich schwarz. Der Winter steht vor der Tür. Das hier ist nicht der Winter? Ach, Ivo, im Winter würdest du innerhalb von 20 Minuten erfrieren. Jetzt ist schönster Sommer. Du kannst fast eine Stunde im Freien überleben. Großartig. Mhm. Könnten Sie mir hier vielleicht mal helfen? Ich stecke fest. Wie sind Sie denn da hochgekommen? Ich schätze mal, der Yeti hat mich hier in seiner Speisekammer aufgehängt. Der Yeti war hier? Haben Sie ihn gesehen? Mit eigenen Augen. Er war haarig und weiß. Etwa Ihre Größe. Fantastisch. Holen Sie mich runter. Der Yeti ist nicht das einzige gefährliche Geschöpf hier in der Gegend. Die eigentliche Gefahr ist grün und stinksauer. Haben Sie schon versucht, die Schuhe auszuziehen? Ich... Das tut gleich weh. Junger Mann? Na also. Warten Sie, ich habe noch Ersatzschuhe. Und nun mache ich uns erstmal eine schöne heiße Suppe. Es ist schön mal wieder. Alles in Ordnung? Das glaube ich jetzt nicht. Hilfe! Komm her! Dann lass dir was einfallen. Na toll. Mein Schicksal entscheidet sich beim Kampf zwischen einem großen weißen Monster und einem kleinen pinkfarbenen. Ich frage mich, was das für ein Vieh ist. Ein Vieh. Kapitel 2 gestrandet. Ah, okay. Stricke Pullover ist auch geil. Kurze Zeit vorher. In der Tat, eine kurze Zeit vorher. Oh. Ah. Ui. Das Raumschiff. Ups. Du lustig. Ich glaube... Wir sollten dich hier zurücklassen. Nein! Willst du uns alle umbringen, Bursche?
Ogun. Sprich in der Sprache dieses Landes. Bula Dulaha. Er muss es lernen, Layla. Lass ihn. Nicht böse gemeint. Das weiß ich. Es ist pure Unfähigkeit. Ich will wegen so einem kein weiteres Jahr hierbleiben. Oh. Ruhe lassen. An die Arbeit. Und du? Raus hier. Geh irgendwo hin, wo du kein Unheil anrichten kannst. Papa! Na ja. Chogum. Ah ja. Gut zu wissen. Jetzt wissen wir also, was das Vieh ist. Ja, ziemlich kaputt. Mit Herz schneller. Ohne länger. Mhm. Warte nur. Na komm, einkassieren. Ja. Aber besser Schnee als Sand. Sand macht Getriebe kaputt. Sand Feind von Maschinen. Sand böse. Sand böse. Ich wollte aber noch die Antenne nehmen. Zack. Gut. Jut, jut. Ja, ist alles klar. Alles klar. Layla, ui. Verschwinde. Kannst du nicht jemand anderen stören? Hm. Das heißt, hallo! Komm wieder, wenn du die Sprache beherrschst. Ah ja. Also wahrscheinlich nie, oder was? Okay, das geht nicht. Können wir den denn irgendwie ausschalten? Ich weiß auch nicht. Schauen wir uns nochmal das Förderband an und sonst müssen wir wahrscheinlich durch die Tür raus. Okay, das bringt uns auch nicht weiter. Also durch die Tür. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, würde ich sagen. Okay. Interessant. Gut, das gibt's also nicht. Okay, Lüftung. Klebeband ist logisch, ja. Einkassieren. Guck mal, so ein Pinguin. Interessant. Gucken wir uns den Schrott nochmal an. Komm, nochmal.
Schön. Mhm. Okay. Schauen wir mal, was haben wir da in der Kiste? Was war das? Der Pinguin hat wohl Verdauungsstörung, aha. Auch nicht weiter. Gehen wir mal zur Eisfläche. Interessant. Schauen wir mal. Oh. Da wird wohl gleich einer aus Versehen ins Loch fallen. Ich sehe das schon. Kann man die auch ärgern? Nein. Ist? Nein, 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 das ist nichts für liebe Tierchen. Das ist böses Menschenzeug und ich brauche es für meinen Protest. Keine Angst, die Kiste ist biologisch abbaubar. Sie kann dir nichts tun. Oh Gott, ja, genau, Facepalm. Oh, hallo, mein kleines Kerlchen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Petra ist hier und sie liebt alle Tiere. Petra. Auch die hässlichen. Wow. Bitte? Also, dann müssen wir die Folge jetzt wohl hier beenden. Alles klar. Ich würde sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir haben ja doch einiges geschafft. Und eigentlich sind wir auch relativ straightforward durch. Also wenig Hänger und sowas. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst doch ruhig mal einen Kommentar da. Und ja, wie gesagt, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin.